Grüße. Jo, heute mit Video wieder mal. Zumindest Video, in dem man mich sehen kann. Horror, der ich da bin. Hallo. Einige haben sich jetzt dann ja schon beschwert, dass ich zu viele... Viele haben sich darüber gefreut, dass ich jetzt mit ein paar Leuten Podcast mache. Das zeigt, dass ich auch ein bisschen sozial sein kann. Sehr positiv und danke an alle Beteiligten. Hoffe, dass wir das wiederholen können ein paar Mal noch, bevor ich ihr einst in die Grube fahre. Keine Ahnung. Hey, es ist Ostern. Wiederauferstehung ist der Standard wahrscheinlich in dem Sinn. Haha. Plus, man weiß nicht, was man im Garten alles findet, wenn man ein bisschen herumgräbt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist Sonntag. Wetter ist beschissen. Es kommt zwar ab und zu die Sonne raus, es ist aber arschkalt und sturmböig. Yeah. Und das in den Bergen. Kann also nichts. Deshalb, heute wieder mal Post. Wobei, das Ding weiß ich, was drin ist, weil, und bin überrascht, wie schnell Sachen zu uns kommen von einigen Ecken der Welt. Yeah. Also, da bin ich sehr überrascht. Was das hier angeht, auf jeden Fall, da bin ich ein bisschen überfragt. United States Postal Service. Wäre nicht vom Postal Dude geliefert worden. Wäre nett einmal. Okay, Airmail. Express. 1340. Soll das US-Dollar heißen? Ziemlich verwaschen. Ist auslieferbar für März 2015. Es kam also vor ein paar Tagen an. Yeah. Ziemlich schwer, aber einigermaßen weich. Also ich kenne, wie gesagt, ich habe ein paar Sachen wieder bestellt, die sollten aber erst in ein paar Wochen kommen. Wie gesagt, ich muss ein bisschen aufpassen, dass die Finanzen nicht mir entgleiten. Aber naja. Sehr italienisch mit Messer, ja. Naja. Oh Mann. Okay, fangen wir mit dem Ding hier mal einfach an. Oh, okay. Das geht eigentlich relativ gütlich auf. Dieses Mal, obwohl ziemlich viel Klebeband ist. Oh, yeah. Definitiv hat hier jemand sehr aufgepasst, dass es gut ankommt. Sehr positiv übrigens, ja. Ein Haufen Verpackung. Okay, sehr viel Geschnitzel, Rechnung. Gut. Mülleimer. Ha. Den sollte ich vielleicht näher herstellen und so mal. Okay, noch ein bisschen was. Was ist das? Okay. Oh, okay. Schachtel. Weg. Ich kann es noch brauchen für Arbeiten. Oh, noch original eingeschweißt. Oh. Also habe ich es mir doch letztes Mal bestellt. Ich habe darüber nämlich mit ein paar Leuten diskutiert und es wurde mir empfohlen. Ich habe vergessen von wem und wann genau. Aber ich habe es dann anscheinend doch bestellt in einem Anflug von Wahnsinn. Und für Lieferwert von... Moment kurz, ich schau mal auf die Rechnung. Oh, die Spannung steigt. Dann niemand weiß, was es ist. Haha. Yeah. So ein Lieferbescheid. Laut dem Verpackungsinhalt ist der Wert 13,40 $. Ich glaube, ich habe aber ein bisschen weniger bezahlt. Ich habe direkt aus den USA und dann einen verdammt guten Preis aufbekommen. Dafür, dass es eine Komplettausgabe ist. Yeah. In der alten Hardbox. Und nehme ich mal, weiß keiner, was es ist. Infinity Reverse. Oder Reverse? Oder Reverse? Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Reviews wahrscheinlich. Immer auf Japanisch, glaube ich, heißt es dann Mugen no Reviews. Und ich weiß nur deswegen, dass auf Japanisch unendlich oder Infinity Mugen heißt. Warum? Wegen Samurai Champloo. Wow. Puh. Genial. Das hier, okay, jetzt gehen wir, ich habe mich darüber eingelesen vor einiger Zeit mal, eben wegen einem Podcast, wegen ein paar Diskussionen auf Skype damals, und wie gesagt, ich habe nicht mal gewusst, dass ich mir das bestellt habe, geil, hey, aber wieso nicht, das erklärt so viel, warum ich kein Geld habe und ich nie weiß, wo das Geld hin ist, weil ich irgendwie so spontane Ideen irgendwie mal irgendwo was bestelle,
I'm your Internet. So in der Richtung. Quasi, ich bestelle es sinnlos und vergesse dann drauf. Geil. Geil. Bis auf die Sachen, die ich weiß, okay. Aber yeah, scheint noch in einem guten Zustand zu sein. Eine kleine Hardbox mit Emeralds. Yeah. Um das zu erklären, das hier ist eine... Okay, warte mal, gehen wir von Erinnerung aus. Ich habe jetzt keine Lust, das irgendwie zu suchen. Es ist 1999. Nee, das ist sogar genau Ende 1999 bis Anfang 2000. Ich glaube, es ist ziemlich genau kurz vor April. Ich glaube, letzten paar Tagen vor dem April, weil ich weiß noch, weil ich darüber gescherzt habe, dass das Ding jetzt genauso alt ist, dieser Release, ich weiß nicht, ob diese Box so alt ist, aber ich weiß, dass dieser Release genauso alt ist, wie die meisten jetzt gerade auf den Conventions rumnacken und im Internet sich rumtreiben, weil es ist ungefähr 15 Jahre alt jetzt. Das ist 99-2000er Version. Ich glaube, Ende März, Anfang April ist die letzte Folge ausgestrahlt worden in Japan. Und es ist in der Winterseason, nein, es ist in der Fallseason, glaube ich, noch gestartet, glaube ich, September, August, glaube ich, 1999, yeah. Um das leicht zu erklären, und darüber, wie gesagt, ich muss schauen, auf was für einen Podcast mir das gequatscht haben drüber, als ich darüber das erste Mal gehört habe. Ich habe davon gehört, aber nie gewusst, was es sein soll, und dann haben wir darüber diskutiert angefangen. Und ich habe noch lachen müssen, als ich es rausgefunden habe. Tatsächlich, das hier ist mehr oder weniger... Herr der Fliegen in Space! Ohne Scheiß. Eine Ausbildungsgruppe für Weltraumreisen, also quasi so richtig so eine Space Camp mäßig, wird durch einen terroristischen Anschlag aus dem Orbit geschlagen. Mit einem Haufen Kinder und alle Lehrer und Ausbilder sind weg. Yeah, also hast du eine kollabierende Raumstation, / Schiff. Bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es war ein Schiff am Anfang. Mehr oder weniger, die sie durchs Weltall trägt. Oder glaubst du sogar, die Raumstation, wenn ich den Trailer noch im Kopf habe, den Trailer habe ich noch gesehen, ist es so gewesen, dass, wie gesagt, ich habe die Serie noch nicht einmal gesehen und ich gehe nur von Trailern dann aus und von den Sachen, die ich bisher davon weiß. Wie gesagt, das ist nicht etwas, was nicht einmal ich gesehen habe, okay? Und ich hab's in Hardcover-Version. Yeah. Also, scheiß auf Streams. Naja, für jeden das sein. Ich sag nicht, dass es schlecht ist, aber ich hab lieber was im Regal, bevor ich darauf warten kann, dass es vielleicht einmal die Lizenz ausläuft bei irgendeinem Stream. Yeah. Ich gebe Geld aus für eine Eintrittskarte. Nee, danke. Wenn ich Eintritt zahle, dann gehe ich ins Kino. Nicht dafür, dass ich zu Hause vor dem PC oder vom Fernseher sitze. Okay? Ich bin oldschool in der Richtung. Und yeah, du hast mir gerade den ganzen, man sieht ja auch hier schon auf dem Cover, wirklich ein schönes Rundum-Cover. Yeah. Eine ganze Gruppe Jugendlicher im Weltraum, ohne Plan, ohne richtige Ausbildung, ohne Leute, ohne Aufsicht, die durchs Weltall treiben. Mit den ganzen Komplikationen, was los ist. Also du hast wirklich... Mord, Verrat, Tod. Und das ist hier 1990, okay? Das ist noch vor der 2000er Revolution, wo sie angefangen haben, diese schreckliche... Das ist noch alles handgezeichnet. Alles hierin ist handgezeichnet. Von fleißigen Händen gemacht, koloriert, fotografiert und aufgezeichnet. Also nicht irgendwie so grauenhafte Polygongrafik, die sie dann irgendwie als 2D abtun wollen, oder noch schlimmer, 3D in 2D gemorpht oder solche Sachen, die sie am Anfang 2000 angefangen haben, was die meisten noch kennen von den netten kleinen TV-Serien damals. Oh. Nee, das ist doch alles Handarbeit. Ach, das bekommt einen guten Platz bei mir im Regal. Yeah. Auf jeden Fall, das hier ist Space Opera at its best. Wie gesagt, wenn du, und ich weiß, die meisten der heutigen Generation werden sagen, oh, ich kenne Herr der Fliegen. Schaut euch Herr der Fliegen an, okay? Falls du im Alter bist, wo du dir denkst, ich will Kinder haben, also so Ende 20, ich weiß nicht genau, obwohl mir kaum Leute in dem Alter wahrscheinlich zuschauen, keine Ahnung. Ich mach Videos für ältere Generationen, aber schon meistens Jugendliche zu, also meistens Leute so um die zwischen 15 und Anfang 20. Ältere interessieren sich für solche Sachen ja nicht mehr anscheinend, oder die sich interessieren, die schauen nicht mehr YouTube, aber was soll's. Was so viel über die YouTuber aussagt, leider. War eine gute Idee. Mal sehen, wie lange es noch dauert.
Aber Herr der Fliegen, Ogan, wenn du jemals planst, Kinder zu haben, schau dir Herr der Fliegen an und du überlegst dir es. Überlegst dir, Kollege. Das ist einer von diesen Filmen, die man eigentlich als, wenn man Filme mag, sollte man gesehen haben. Ist nicht für jeden. Nicht für jeden. Aber ansonsten schau dir das hier an. Man bekommt es leider nur im Englisch vertont. Und weil ich von den Sachen, die ich gesehen habe, ausgehen konnte, ein gutes englisches Vertonung noch, also 90er, Anfang 2000er Jahre. Also kann ich davon ausgehen, wenn ich mal hier vom Impressum ausgehe, wie gesagt, ausgestrahlt wurde es in den 90ern bis Anfang 2000. Und ich kann hier nicht sehen, oh man, coole Sache, wenn man nicht lesen kann, wo hier die Jahreszahl drauf ist. Ah, ebenfalls hier, das hat auch noch zwischen 2003 kam es in den USA raus, anscheinend. Zumindest läuft die Lizenz zwischen 99 und 2003, also nehmen wir an, dass es irgendwann Anfang 2003 angefangen rauskam in den USA. Wie gesagt, hat es nie was zu uns geschafft, weil von diesen glorreichen Zeiten damals, meine Güte. Finde ich aber gut, und das ist Erwachsenenunterhaltung. Das hier, dafür musst du erwachsen sein, um das. Jetzt läuft das nur ab 18 plus. Warum? Das ist nicht wegen der Brutalität ab 18 plus oder wegen dem billigen Fanservice, auf den alle heute momentan so stehen und sagen, ich bin schon groß. Nee, das hier ist Unterhaltung für die Leute, die wirklich verstehen, was sie sehen. Das heißt, du brauchst die geistige Reife. Und die fehlt den meisten momentan immer noch. Das ist nichts Schlechtes, okay? Du entwickelst dich ja. Aber wie gesagt, die meisten wollen das auch gar nicht. Und das finde ich schade. Und so ist jetzt nicht, ja, ich lasse das nicht los, dass momentan im Fernsehen billigstes Flachwichser-Niveau momentan im Fernsehen als Erwachsenenfernsehen abgegeben wird. ProSieben Max kann mich mal ehrlich kreuzweise, weil Kinder einzureden, du bist schon groß, das hilft nichts. Du kannst dein Stöpselkind so oft erzählen, wie du willst, dass es groß ist. Glauben wird es dir. Der Wahrheit entspricht es aber nie, weil, wie gesagt, ich rede hier nicht vom Alter. Ich rede hier von der geistigen Reife. Okay? Und nur weil Tütten und Arsch und Fanservice ist nicht erwachsen. Das hier ist erwachsen, okay? Das hier, und es ist Project Sunrise, okay? Also, falls jemand noch weiß, was das heißt. Und nein, es ist nicht so eine Grafiktortur wie zum Beispiel Visions of Escaflowne. Guter Anime, ich konnte mich nie mit den Gesichtern abfinden. Aber es war diese Zeit, wo dieser Style wirklich gehämmert wurde an mehreren. Schon nicht nur Project Sunrise, auch andere haben diese übertriebenen Designs damals rausgebracht. Geil animiert und Project Sunrise ist dafür bekannt. Die hauen wirklich Frames rein an einigen Stellen, okay? Wo es zählt, also vielleicht nicht überall, aber wo es zählt, hauen die wirklich Frames rein. Und bei einer Space Opera und vor allem bei solchen Sachen hier, wo es wirklich um Animation geht, gibt's nichts Besseres als das, vor allem was die 90er Jahre angeht. Yeah, ich glaube, da fällt es genug gerampaged in diesem Verhältnis. Yeah. Ah, dann gehen wir etwas leichteren, weil wir wissen alle, was da drinnen sein kann. Es ist nur ziemlich flach, also sind da drinnen Mangas. Mit einem Haufen Leute freuen. Oh yeah. Ich muss ja unbedingt wieder mal. Oh, das ist dieser geiler Verschluss. Ehrlich, ich weiß nicht. Ich will immer. Musik her. Das sollte eigentlich so gehen und. Ey! Success! Geil! Critical Hit gegen die Box. Geile Mate. Geil. Yeah! Und dann haben wir diesen netten kleinen Zellulose-Taco. Yeah! Papier. Wow! Was haben wir denn da zum Beispiel? Ich ziehe einfach mal raus, was ich da so finde. Band 3 zu Girls und Panzer. Ja, ich werde mir gerade hier die ganze restlichen. Wie gesagt, ich warte noch drauf, was da noch kommen wird. Zum 1. April hieß es ja groß. Es kommt eine Live-Action. Ich finde es übrigens scheiße, wenn Newsseiten zwischen den. Was auch andere aufgebracht haben, nicht nur auf Facebook, sondern auf anderen Blogseiten. Oh, es ist 1. April, wir müssen lustig sein! Wir nehmen ganz normale Berichte und hauen zwischendrin rein irgendwie so. Deswegen sage ich immer, Leute, wartet immer ein, zwei Tage ab. Ein, zwei Tage. Nicht auf den 2. April. 3. 4. April warten. Weil es gibt immer solche Ärsche, die solche Sachen wirklich bis zur Spitze treiben. Und ich finde es auch immer, aber ich finde es trotzdem lächerlich, wenn du die Nachrichtenseite bist. Für alle anderen, okay.
Aber halt, wenn du Nachrichten selbst, dann solltest du es auch irgendwie genug kennzeichnen. Einige sagen, ja, aber die Tags, ja, wenn man die Tags hinterher noch ein bisschen abändert am nächsten Tag, dass man ja zu viel Shitstorm abbekommt, das ist ein bisschen Arsch, okay? Weil es ist ja, oh, ich gebe die Live-Action. Also, wäre nicht abzudenken, ich habe genug Live-Action natürlich gesehen in den letzten Jahren. Oh Mann. Ich habe die letzten zwei Tage verbracht, mir, glaube ich, die letzten drei Jahre an japanischen Werbungen. Und ein guter Tipp meinerseits, okay? Du bist Anime-Anfänger. Okay? Das ist mal kurz Lernen mit Onkel Don, okay? Wenn du japanisch oder allgemein Anfänger im japanischen Popkultur bist, okay? Und sagst, okay, ich will wirklich was wissen. Und nicht diese Flachpfeifenbrigade, die jeden Scheiß nachquatscht. Okay, ich rede wirklich, ich will wissen. Die Leute, die wirklich Interesse haben. Schau dir so viel wie möglich japanische Werbung an. Warum? Nicht nur, dass du einen Haufen mehr In-Jokes in Serien verstehst. Du hast eine geile Zeit. Macht dann auch das ein Party-Event. Holt deine Freunde, holt euch Popcorn, holt euch Fressalien, holt euch was zu saufen und haut euch vor dem Monitor. Am besten ladet ihr das Ganze mal irgendwie auf einen großen Monitor oder auf einen Beamer und macht dazu eine Fressparty oder so. Und schaut euch die Commercials an. Erst nochmal, unterhaltsam wie Sau. Also wirklich, in Bezug auf Werbung, ja, ist Japan uns, wow. Die machen wirklich Entertainment aus Werbung, okay? Ich meine nicht diese ganzen Werbeshop-Shopping-Marke Milski und die ganzen anderen Partien, wo es jetzt gerade, weil quasi, wir haben die Bescheißersache nicht mehr drauf auf neuen Live, jetzt gehen wir alle zu den ganzen Verkaufssendern. So, und diese ganzen beleidigenden Serien für den geistigen Verstand, nein, für den menschlichen Verstand, nein. Die machen wirklich eine Show draus. Plus, du verstehst auf einmal so viel, ehrlich, ich habe jetzt ja nur einmal die letzten zwei Jahre an Werbung durchgeführt. So viele Scherze machen viel mehr Sinn, wenn du japanische Werbung kennst. Weil es ist anscheinend gang und gäbe, irgendwie In-Jokes nicht nur in Werbung einzubauen, die auf Animes bezogen sind, sondern auch in Animes Werbe-Jokes machen. Bestes und einfachstes Beispiel wäre, glaube ich, Amagi Brilliant Park von der letzten Season. Oh yeah. Von vorherigen Season, okay, ja. Aber Amagi Brilliant Park hat echt so viele Anspielungen auf so viele Werbesachen. Ich habe mir gedacht, okay, Fullmetal Panic Anspielungen haben sie einige drin. Und dann schaust du dir mal in den letzten zwei Jahren an Werbungen an und denkst mal so, wow, du verpasst so viel im Hintergrund und auch im Vordergrund. Plus die japanische Werbung ist genial. Okay, nicht nur die jetzige, auch die alte. Okay, ich sag nur Robocop verkauft Hühner, Chicken Wings und Nudeln. Yeah. UFO, UFO, UFO. Geil. Brillant. Allein das ist schon wert. Okay, fangen wir mal weiter, wenn wir was. Nehmen wir die Unverpackten mal ganz kurz raus. Was haben wir hier? Ah! Ja, ich habe mir jetzt, glaube ich, so ziemlich alles. Okay, hier ist Band 2. Strike Creatures. 1973. 1937, schön. jo. Das ist Band 2, also muss ich irgendwo Band 1 auch noch sein, wahrscheinlich gleich hier daneben. Yeah. Ah! Ne, es ist hier Band 1, ich hab hier auch schon mehr Strike Creatures auch nicht mehr drin. Warum wohl? Wer ist hier ein Fan? Jo. Und hier eben Band 1 von One Winged Witches zum Beispiel. Ja, der Komplettheit halber bin ich halt eben drauf, naja. Okay, und das müssten eigentlich mehrere sein jetzt nochmal. Jo, und hier ist der Band 1. Jo. Ah. Fusoshi Incident. Sorry, habe ich vergessen. 1937. Fusoshi Incident. Strike Creatures. Band 1 und 2 auf jeden Fall mal. Okay. Und dann haben wir noch 3 eingeschweißte. Warum wohl? Weil sie natürlich wieder ab 18 sind. Warten wir gleich ganz raus. Ja. Ab in den Mülleimer. Das wird verheizt. Yeah. Dann haben wir Band 1, Band 3, Band 4 und Band 5. Oh, aber okay. Yeah. Von Haha. Monster Musume. Warum? Ich bin echt gespannt, was sie aus dem Anime machen. Da jetzt. Wer will das schon sehen? Ich sag mal so: Geben wir der ganz normal eine Chance. Erstens einmal. Wie gesagt, ich bin kein großer.
Fanservice-Verneiner oder sonstigen etwas, weil er jetzt so, wie kriegst du mehr Fans aus? Nein. Not eben, ich finde, Fanservice zu einer Comedy passt okay. Aber dann nur Fanservice zu haben, um überhaupt irgendwie Füller zu machen. Und ich meine, okay, hier ist wirklich das Hauptthema Fanservice. Und die machen auch keinen Hehl daraus, okay? Aber sie füllen damit nicht die Charaktere auf, weil die Charaktere wirklich einigermaßen interessant rüberkommen. Du hast den ganzen Harem voll mit Monster Girls. Wie gesagt, das sieht man nicht sehr oft. Ansonsten, bitte gebt mir mal bitte ein Beispiel, abgesehen vom Dojinshi im Eck, okay? Und von den ganzen Faku-Seiten und den ganzen anderen Fanservice-Seiten, die man sich immer so findet, die nicht offiziell sind zumindest. Also ist so offiziell, dass es auch nicht verkauft, okay? Oh Mann. Ich muss sagen, es ist ein Unterschied, ob du mehr oder weniger eine Story haben möchtest, aber keinen Plan dafür. Und dann einfach nur Fanservice. Das haben wir oft genug gesehen. Und ich bin happy zu berichten, dass es dieses Mal in dieser Season schon wieder ganz, ganz lustig losgeht. Das muss ich sowieso nächstes Mal, demnächst oder morgen vielleicht. Ich habe noch ein bisschen Arbeit mehr, also. Sobald das hoch ist, bin ich schon wieder unten. Also, sobald das hier irgendwie hochgeladen ist, kann ich davon ausgehen, dass ich ein paar Stunden schon wieder unten in der Werkstatt bin. Hahaha. Ha, ha. Ich habe noch ein paar Sachen zu bauen. Yeah. Ich glaube, weil ich das unbedingt gleich mal erkennen werde, was das hier ist. Aber hey, wenn es fertig ist, ist ein kleines Privatprojekt. Ich brauche ein paar Fotoshooting-Sachen, okay. Aber, relativ günstig weggekommen dieses Mal. Es ist ja nicht alles da, witzigerweise. Ich weiß, dass aus diesem Paket noch ein paar Sachen fehlen, weil ich weiß, dass ich von Girls and Panzer noch Little Armor bestellt habe und wie gesagt, das ist noch nicht gekommen. Aber wahrscheinlich ein anderer Lieferant. Kann man nicht alles haben. Kommt ja aus den USA. Weil bei uns ist noch der, sagen wir mal so, damenfreundlichere Manga angesagt bei den ganzen Verlegen, weil das zieht anscheinend viel besser. Jedem das seine, man hat ja Alternativen, das ist das Positive. Und wie gesagt, also, falls du wirklich mal was Ernsthaftes sehen willst, wo du sagen kannst, ja, das ist was, wo man sagen kann, hier fühle ich mich erwachsen. Okay? Und man bekommt es für den guten Preis. Du brauchst, wie gesagt, wenn du einen PC hast, hol dir einen VLC-Player und schließ den PC an den Fernseher an. Ja, das hat, wer es heute noch nicht hat, okay? Wer heute noch keinen PC, zumindest irgendeine Art von Rechner am Fernseher angeschlossen hat, als Mediencenter, den kann man nicht mehr helfen heutzutage, weil du verpasst so viel. Oh je, ich habe meine Xbox, oh, ich habe meine PlayStation. Das ist was, das ist dieses kleine. Ich habe die ganzen Bezahlsender und die ganzen Gratissender, die sie uns geben, oder ist noch irgendwas? Das ist ja dieses typische Scheuklappending, worauf alle jetzt mal dann abfahren. Dieses, ich sehe alles. Yeah, ich kann noch nicht nach links oder rechts oder nach oben oder unten sehen. Aber ich sehe alles. In meiner Schallklappensicht. Das ist das Problem, was die meisten dann haben wieder. Dass sie wirklich glauben, dass das, was sie jetzt gerade bekommen, das Maximum ist. Das ist dann mal das Minimum, was sie bekommt. Aber natürlich, dass wir die Interesse voraussetzen und das möchten die meisten nicht, leider. Aber hey, wir haben ja genug Leute, die das antreiben und das hoffentlich zu einem schnellen und wirklich grandiosen Crash-Ende führen werden. Oh Mann. Yeah. Und wenn nicht, hey. Ich bin mir heute eine Runde Mad Max im Internet. Darauf warte ich auch noch. Oh Mann. Nicht auf den Film, okay? Auch wenn der Trailer gut aussieht. Oh, nee. Ich bin gerade zwar kein Mel Gibson-Fan, aber die originale Mad Max-Reihe ist für mich immer noch heilig, okay? Weil genau so eine Apokalypse stelle ich mir vor, okay? Die Menschheit ist im Grunde und am Boden zerstört, es gibt keine sozialen Standards, aber Unmengen an Haargel und Bondage. Und SM-Klamotten. Und Dune-Buggies. Yeah. Das ist eine Apokalypse. Hau noch Zombies drauf, ich bin happy. Gib mir was zum Erschießen und gib mir Dune-Buggies und Bondage-Gear. Obwohl ich dann nicht unbedingt so sexy ausschaue, aber hey, in den Filmen meistens die Leute auch nicht. Abgesehen von Tina Turner, okay, aber das ist eine andere Geschichte. yeah. Und nein, ich komme niemals Beyond Thunderdome. Oh Mann. Sorry. Nee, ich fange nicht zu sowas an. Nein, ich mache nicht. Ich quote hier nichts Spoonie ab. Okay, Entschuldigung. Okay. Auf jeden Fall, ey. Einkäufe gut.
Anfang der jetzigen Spring Season, was ich jetzt gesehen habe, wieder mal werden wir genau die richtigen Sachen gehypt, die nicht unbedingt zu Hype gebrauchen können. Obwohl verdient, aber ich sag so, okay, momentan werden hier so Sachen wie Plastic Memories. Oh, wie geil! Oh, die Feelings! Ja, warte mal ab! Okay? Warte mal ab! Schau dir vorher noch so Sachen wie zum Beispiel Blade Runner an. Wo es mehr oder weniger das gleiche ist wie eben Plastic Memories, haben wir ja schon erwähnt. Und da gibt es noch ein paar so andere Kochserien zum Beispiel, wo ich sagen muss, hey! Wir haben gedacht, dass Kuro Graffiti Essensporno ist. Wow, diese Season hat das getoppt diesmal. Schon in der ersten Episode. Das erzähle ich das nächste Mal. Aber das war wirklich Porno. Mit Essen. Und du lernst sogar noch Kochrezepte irgendwie, komischerweise. Es ist schlecht, wenn man fette Typen wie mich hungrig macht. Das ist natürlich hungrig gemacht. Auf eine komische Art und Weise. Und also nur dann, was ich jetzt gesehen habe, ist einen guten Start in die Spring Season. Also ich war ein bisschen skeptisch, da in den letzten Seasons ja die Leute immer so gejammert haben, dass es ein bisschen zu generisch wird. Jetzt haben wir wieder ein paar Sachen, wo ich sagen muss, die fallen außerhalb der Norm. Und es scheint auch besser zu werden in dem Bereich wieder mal. Bin ich nicht beleidigt. Nur eben, dass die meisten Sachen dazu uns nicht kommen werden. Also, okay, das war's einmal. Oh, da wünsche ich noch einen frohen Osterfeiertag. Ich weiß nicht, ob ich heute noch irgendwas machen werde. Auf jeden Fall muss ich heute noch ein bisschen Sachen kleben. Yeah. Feiertag für alle anderen, aber ich muss mit meinen Sachen weiterkommen, weil es stehen bald die nächsten Conventions an, die ich besuchen werde, hoffentlich. Und, Leute, besonders Aufträge für Cosplays. Aber ich glaube, da ich jetzt wirklich ein bisschen Hunger habe, Omelette. Dürfte eine feurige Angelegenheit werden. Hey, in der Serie kratzt sowieso jeder ab, also warum ich doch sowas mal, hä? Holt mir doch was vor. Mahlzeit und ciao.